Hallo meine Lieben, hier ist ein neues Video von Maya55 und zwar habe ich online bei Rossmann und bei DM geshoppt. Ich stelle euch mal hier ab und zeige euch, was ich dort gekauft habe. Preise kann ich euch jetzt leider nicht nennen, weil die stehen nicht mit drauf, aber die werde ich euch unten in der Infobox reinschreiben. Einmal von Mamas Baby Dream die Verwöhndusche. Riecht sehr angenehm, da bin ich echt gespannt, wie die auch auf der Haut ist. Ein Mama Baby Dreams Still BH, da weiß ich den Preis, in der Farbe Weiß, der kostet 8,99 €. Einmal von Mama Baby Dreams das Wohlfühlbad. Dann habe ich gekauft eine Spieluhr, die spielt, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Ein Teddybären. Fand ich sehr süß, deswegen durfte der auch mit. Dann eine Kuscheldecke für den Kinderwagen. Dann dieses süße Halstuch. Ein Dreierpack Muddelwindeln. Da sind einmal Punkte drauf in Weiß. Und dann mit Streifen. Und für ba gegen Bauchweh ein Dachs, den man in die Mikrowelle, glaube ich, tun kann, zum Wärmen. Das war der Rossmann-Einkauf. Also alles eigentlich überwiegend Babyprodukte. Dann war ich bei Family. Zeige ich euch mal so. Da habe ich einen Schlafsack gekauft, der hat 15 Euro gekostet. Bei C&A habe ich ein Strampler-Set gekauft. Das ist ein Body mit Stern und die Strampler mit Baby Pluto in Größe 56 für 12 Euro. Und hier dieses süße Set Body und Strampelanzug mit Halstuch auch für 12 Euro. Jetzt zeige ich euch noch, was ich im DM gekauft habe. Habe ich auch im Online-Shop geholt. Plastikverpackungen. Einmal mein Fuchti-Shampoo. Das übliche für meine Tochter. Da ich einen Sodastream habe und liebend gern Flaschenbürsten nehme, habe ich halt eine Flaschenbürste gekauft. Die ist sehr süß. Also ich werde stillen, aber wenn ich mal unterwegs bin und damit der Papa halt auch füttern kann, habe ich eine Flasche von Winnie Pooh. Meine denkt mit Allzwecktücher in Apfelblüte. Den trinke ich auch jetzt schon, weil der schmeckt sehr gut. Den Baby Love Mama Stillsaft, den kann man aber auch in der Schwangerschaft trinken. Steht nämlich drauf, wir werden uns stillende Mütter. Eisenjod, Zink, Folsäure, Vitamin C, B1 und B6 drin. Dann für unterwegs, wenn ich unterwegs bin, ein Mama Alete Quetschi-Beutel, Apfel, Banane, Heidelbeere mit Aronia und Kamille. Der schmeckt sehr gut und das ist halt, wenn ich unterwegs urplötzlich so ein Hungergefühl kriege, dass ich mir nicht jedes Mal was kaufen muss, dann habe ich halt so Quetschis dabei. Immer wenig Plastik. Dann habe ich zum Probieren von Mama Alete den Schwangerschaft und Stillsaft gekauft. Dann kommt das was für die Zeit, wenn das Baby schon da ist, weil das brauchst du.
eine Baby Love Mama Brustwarzensalbe. Was sind die süß? Schnullis. Drauf steht Little Prince. Und ein Sternchen. Das ist die Größe 0 bis 6 Monate. Da ich ein Talent habe, die Dinger zu verlieren, hatte ich mehrere ausgesucht. Einmal so ein, falls der Kleine kein Silikon mag. Dann für die Nacht. Das sind dann welche, die halt auch nur im Bettchen bleiben. Für die Kliniktasche den allerersten Schnulli. Dann, ah, da steht sogar der Preis drauf, kostet 2,90 Euro eine Babymütze, also Erstlingsmütze. Ach, das sind die Süßen. Einmal von Winnie Pooh Tigger. Und Winnie Pooh und Tigger. Und von Mickey Mouse eine Schnullikette. Dann habe ich Windelbeutel gekauft von Baby Love. Die sind mit Frischeduft für die Wickeltasche. Nochmal für meine Älteste eine Packung Binden. Fürs Bad die Denk mit Allzweckfeuchttücher pure Frische. Und zu guter Letzt, weil ich Eisenmangel habe, von Rotbäckchen Mama Eisen Plus. Der DM-Einkauf war, glaube ich, 40 Euro. Aber wie gesagt, die Preise schreibe ich euch noch unten in die Box rein, weil die weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Baby-Hauls sehen möchtet, gebt mir ein Däumchen nach oben. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, abonniert mich, kommentiert sowieso. Und wie gesagt, die Preise werden unten in der Infobox nochmal reingeschrieben. Und ich sag, hab euch lieb, schau eure Maya 585.